Auswahl in Hülle und Fülle. Ob Klamotten, Stoffe, Decken oder Haushaltswaren, für die Besucher auf dem Bocholter Kramarkt gab es wieder viel zu entdecken. 1900. Scheiben. 100 Jahre. An mehr als 100 Ständen präsentierten die Händler in der Innenstadt ihre Waren. Und da war bestimmt für jeden was dabei. Wir haben eine Kartoffelreibe eingekauft, dann haben wir eine Vielfachreibe zum alles. Obst, Gemüse, alles kann man damit schneiden. Alles Schneider. Für großen Andrang sorgte nicht zuletzt das tolle Wetter. Viele Händler kommen regelmäßig nach Bocholt, um ihre Waren anzupreisen. Kommst nach Hause, geht nichts. Die Kerle bescheißen, wenn du dabei stehst, dann kannst du nichts mehr kaufen. Auf dem Markt ist auch die bekannte Kräuterhexe Marlene Harmet vertreten. Und ist sie mit den Verkäufen zufrieden? Ich bin eigentlich ein ganz zufriedener Mensch und bin eigentlich immer zufrieden. Aber die Leute, die überlegen sich schon, was sie einkaufen. Und das ist alles in den letzten Jahren so langsam etwas rückläufig. Es war vor 3-4 Jahren, als ich angefangen habe, wesentlich besser. Der Kramarkt in Bocholt findet 5-mal im Jahr statt. Und auch beim nächsten Mal gibt es bestimmt wieder vieles Neues zu entdecken.